Ja, und damit Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. So, die letzten Pranken habe ich gesetzt an unserem Schiffchen. Wir könnten es eigentlich jetzt schon so, wie es ist, vom Stapel lassen. Aber, Leute, das will ich noch nicht. Ich will es erst komplett fertig haben. Ander, du hast schon wieder Scheiße am Arsch hängen. Was ist denn das für ein... Was sind du für ein Ferkel? Lass dir mal Kacke am Popo hängen. Geh mal weg. Ehrlich. Ja, ich möchte da vorher noch ein bisschen, erstmal noch ein bisschen andere Dinge bauen. Und zwar werden wir uns jetzt mal hier das jetzt wieder rausholen. So. Sollten wir erstmal genug in der Tasche haben. Dann gehen wir jetzt nämlich zu unserem Schiff. Und werden da gleich mal noch ein bisschen bauen. Ich hätte vielleicht vorher... Ich hätte vielleicht nicht ganz so viel mitschleppen sollen. Langsam. Aber okay, egal. Wir haben ja Zeit. Wir müssen ja... Ja, uns hetzt hier keiner. Dass das jetzt hier ruckzuck fertig werden muss. Oder dass sie jetzt ruckzuck und zassen nicht gesehen und zack, zack, ja. Nein. Wir können uns alle Zeit der Welt lassen. Es läuft uns nichts davon. Guck mal, da hinten wachsen wieder neue Palmen. Auf der Insel. Du kannst doch auch die Tiere mitnehmen. Ja, aber da muss ich dir wieder so komisch draufstellen. Das ist immer so nervig. Hey, so ein kleiner entspannter Spaziergang am Morgen. Doch gar nicht mal so schlimm. Und zwar, ich erwartet, Moment, ich könnte, eigentlich könnte ich vorher noch kurz, ich könnte hier noch diese, ich wollte das nicht wirklich mal probieren mit den Leitern. So, wir können 100 Leitern herstellen. Ich sag mal so, wir machen mal 25. Ich stelle jetzt mal 25 Leitern her, während wir hier laufen. Wir können das in der Hand, ja, das klappt. Stellen wir die mal her. Sollte dann hoffentlich reichen. Dann gucken wir uns das mal an, wie das aussieht, wenn wir jetzt einen Masten wirklich mal so die Leitern mal anbringen. Denk mal, ich werde den mal in der Mitte nehmen. Ich schau mal gleich, wie das dann aussieht. Und wenn es mir halt nicht gefällt, dann wisst ihr, was passiert. Dann macht's blub. Und die Leitern fallen alle wieder runter und sind alle wieder abgerissen. Das geht ja dann meistens schneller, wie dass sie gebaut sind, das Abreißen. Ich werde dann wahrscheinlich nicht alle einzeln abreißen, sondern werde ich halt ein bisschen Materialien verschwendet haben, aber nicht so viele, sind ja jetzt auch nicht so dramatisch, haben genug. Aber ich werde die oberste abbauen und dann fallen die ganzen anderen runter. Bis auf die unterste vielleicht. Ich könnte jetzt auch schon ein paar andere Sachen herstellen, aber ich weiß halt noch nicht genau, was ich von wie viel von brauche. Und bevor ich dann irgendwas wieder zu viel habe, ist das auch scheiße, ne? Wie gesagt, schreibt nochmal gerne in die Kommentare rein. Sollen wir unser Schiff Zeros nennen oder Seerose? Ihr entscheidet, ihr dürft reinschreiben in die Kommentare, wie ihr es nennen wollt. Seerose oder Zeros. Und dann werden wir diesen Namen verwenden. Und dann mal gucken, ja. Farblich müssen wir dann auch noch was gestalten. Aber jetzt müssen wir das Schiff erstmal zu meiner Zufriedenheit fertigstellen. Aber erstmal müssen wir auch da sein, ne? Das ist ganz schön schwer, das Zeug, du. Wir haben es gleich geschafft. Gleich da. Da ist eine richtige Stille gerade, ne? Eine richtige Stille ist herrscht hier gerade. Hat so ganz leicht die Wellen, aber sonst. Man einfach nicht.
Tiere, die hören, sind die Grillen, die da hinten irgendwo rumzirpen. Stille, kein Out. Hier ist einfach noch viel Natur, viel Ruhe. Hi. Warte kurz nochmal auf meinem Telefönchen was gucken. Ich hier aufnehme sowas aber auch. Weißt du, ich muss mich aufs Aufnehmen konzentrieren, ne? Glaube, das Schiff wird richtig geil aussehen. Sieht ja jetzt schon richtig geil aus, oder? Ich glaube, da mit diesem Schiff werde ich mich selbst übertreffen. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist, Leute. Wirklich. Wenn wir es dann auf Wasser lassen und es fährt und wie. Einfach geil. Oh, es wird so geil werden, hoffentlich. Wird hoffentlich geil werden. Bin gespannt. Wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe es geschafft. Gleich sind wir drauf. Wäre auch cool, wenn man hier an den Seiten hochklettern könnte. Ne? Das wäre halt richtig geil gewesen. Man leider nicht so. Jetzt die Leitern mal darunter machen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wenn man ungefähr hier anbringt. Ja, schwer, deshalb ist er dann gerade ein bisschen. So kommen wir halt oben auf diese Aussichtspunkte drauf, ne? Das nur seitlich, ja? Seitlich an. Erste Mal, dass ich das baue. Ganz vorsichtig hier sein. Ich habe keinen Bock, da runterzufallen. Eieiei, ist das hoch. Das macht richtig hoch. Alter Schwede. Da unten durch. Durch.
kann die Unterseite wieder abreißen, aber. Ja, klimmern auch noch die letzte. Letzte Teil. Guckt euch das. Wie geil ist das denn? Alter Schwede, du. Ist das hoch. Aber es ist richtig geil, oder? Es ist übelst geil. Es ist so übel geil. Oh Gott, oh Gott. Wieder runterkommen. Wir könnten jetzt auf der anderen Seite auch noch eins bauen, aber wollen wir das? Weiß ja eigentlich, auf der einen Seite reicht, wenn da, oder? So, ich schau mal aber eben ganz kurz was. Ob wir dann hier rechts und links, können wir das vielleicht? 20. Können wir hier vielleicht auch solche Zäune noch hinmachen? Einfach, dass sicherer ist, wisst ihr? Ja, auf den Ausgücken kann man nichts bauen. Okay, alles klar. Runter da. Auf den Ausgücken kann man leider nichts machen damit. Okay. Ja, ist nicht schlimm, wir brauchen die Wände ja eh. Kommen wir auch aktuell auf den Mast hoch. Natürlich auf die Mästen wollen wir. Wie heißt Mehrzahl von Mast? Mäste? Mehrzahl von Mast ist dann Mäste. Also nicht Mästen, so wie ein Tier, ne? Sondern Mäste. Weiß es gar nicht. Wir werden auf jeden Fall auf die anderen Seiten hier auch noch bauen. Wenn, dann soll man ja von allen Seiten hochkommen, ne? Sieht schon geil aus, wenn man da so hochklettert. Ja, ich habe ein bisschen Höhenangst, aber nur ein ganz kleines bisschen. Erklimmen den Masten zur Sonne. Ey, das wird das geilste Schiff, das ich jemals gebaut habe, Leute. Wirklich. Ich bin schon selber so gespannt, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Anscheinend. Rad wohl. Geht in die Rad. Hand Place Woodlider, der ist. I don't understand this. What is this? Kann ich jetzt nicht einfach auf jedes Ding so ein Teil bauen? Wollt ihr mich verarschen? Das denn jetzt schon wieder? Warum?
kletter mal runter, vielleicht können wir es ja später machen. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Vielleicht weiß ja wieder der liebe Eno eine Lösung oder warum oder wieso, weshalb, warum. Keine Ahnung, warum. I don't know. Aber wir haben noch viel zu tun, dann machen wir eben so lange was anderes und dann gucke ich mal, ob ich da dafür eine Lösung finde, warum das nicht geht. Schauen wir dann. Da werden wir schon eine Lösung finden. Ich probiere mal was anderes. Kann ich auch nicht bauen. Ist das jetzt wirklich der Ernst, dass das zu viele Leitern sind auf dem Schiff? Ey, ich kann doch so viel bauen, wie ich möchte, oder nicht? Anscheinend nicht, wahrscheinlich. Ja, anscheinend schon wieder richtig scheiße, ne? Richtig kacke, ja. So. Der ist nicht euer Ernst. Ich kann mein Schiff nicht weiter ausbauen, weil ich zu viele Sachen drin habe. Wollt ihr mich verarschen, Spiel? Hey, come on, Baby. Warum kann ich dir nicht so viele Strukturen und so viele Veränderungen an meinem Schiff vornehmen, wie ich möchte? Das ist doch scheißegal. Oder da muss ich los, da kriege ich Nasenbluten. Ne? Okay. Wir werden die Leitern wieder mal abreißen. Tut mir leid, aber dann werde ich lieber die Leitern abreißen und werde mir da unten lieber was Schickes machen und dann kommen wir eben nicht auf die Meste hoch. Aber das ist ja mal öde. Was ist denn das schon wieder? Seit wann ist denn das, dass ich nicht sagen kann, hey, ich kann das und das auf mein Schiff draufbauen, wie ich das gerne hätte? Ey, das ist ja mal voll mies. Sorry, aber da muss ich echt los, ne? Das macht mich jetzt gerade ein bisschen. Mach mich gerade ein bisschen wütend. Ganz ehrlich sagen, also bin ich ein bisschen sauer jetzt. Aber ich jetzt aber sauer hier ranzig, du. Aber richtig, da wäre die Milch schon ranzig im Laden, ey. Was ist das denn jetzt wieder? Wollt da unten nämlich noch schön ausbauen, unser Schiff? Ich nachher auch keine Werkbänke mehr draufstellen oder Schränke oder was? Hey, too many Strukturen oder wie? Alter, da muss ich wirklich los. Regt mich jetzt schon wieder auf. Sorry, Leute, aber. Das ärgert mich. Wirklich. Ganz gewiss. Das ärgert mich jetzt gerade echt. Oh. Ich wollte eigentlich bloß die Leiter kaputt machen. Ich muss die oberste kaputt machen, ansonsten. Ah. Ja, vielleicht habt ihr da dafür irgendeine Lösung oder könnt mir da ein bisschen helfen. Ja, warum und wieso, weshalb das nicht geht, so wie ich das verstanden habe, sind so viele Sachen auf meinem Schiff drauf. Ich verstehe es nicht, ich habe keine Ahnung. Und die Frage ist halt, kann ich dann danach auch noch. Ja, kann ich da danach dann auch noch. Kann ich da danach dann auch noch andere Strukturen, also jetzt zum Beispiel Werkbänke oder sowas, auf mein Schiff bauen? Oder nicht? Weil das wäre dann natürlich richtig kacke. Ne? Oder kann man da dann irgendwas später skillen, wenn man dann mit dem Schiff unterwegs ist, mit dem Gefährt? Schreibt es doch mal einfach in die Kommentare. Und wie es weitergeht und was sich an unserem Schiff noch alles so verändern wird, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen!